Frau Hummel, Sie haben ja kommuniziert, dass der Kanton Aargau einen Strategiewechsel vornimmt. Aus was besteht der Strategiewechsel konkret und wieso hat man sich dazu entschieden? Der Strategiewechsel besteht aus einer Lockerung von der Quarantänemassnahmen. Es ist so, dass wir ab sofort Verfügungen aufheben für die Quarantänemassnahmen, weil man gesehen hat, dass auch eine kürzere Zeit häufig genügend ist als die 14 Tage. Danke vielmals. Frau Straub, wie hat sich die aktuelle Situation für die Schulen im Aargau verändert? Die Schulen haben natürlich jetzt viel mehr Aufgaben im Bereich von Fragen beantworten, informieren, mit Eltern reden, die sich Sorgen machen. Dort leisten sie im Moment eine riesen Arbeit, die auch hilft, die Lage zu beruhigen und ein Stückchen Alltag aufrechtzuerhalten. Die Kinder im Aargau, die müssen jetzt aber nicht extra daheim bleiben, aus Angst infiziert zu werden. Nein, gesunde Kinder können in die Schule. Kranke Kinder sollten daheim bleiben, damit das eben nicht passiert. Aber grundsätzlich ist es so, dass das Kind in der Regel nicht so stark erkranken oder sogar gar keine Symptome entwickeln. Von dem her ist eigentlich keine Gefahr in der Schule. Danke vielmals.